So, hallo und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen Freitagnachmittag. Und hoffe, dass ihr jetzt schon Feierabend habt und das Wochenende genießen könnt. Mal gucken, wir haben in der letzten Folge hier ein Seil eingesammelt. Mit dem Seil würde ich jetzt mal direkt als allererstes zu der Glocke gehen. Denn, was gibt's Schöneres, als eine Glocke zu läuten, wenn man leise sein soll? Die Idee ist gut, aber wie bekomme ich das Seil nur da oben fest? Ja, mit Knoten und so. Mit dem Haken. Ich habe einen Haken und ich habe ein Seil. Da wird sich doch wohl was machen lassen. Tada! Ein Seil an einem Haken. Wer hätte das gedacht? Tada! Geil! Ui, ob das wohl klappt? Ich bin doch so schlecht lustlos. Im Zielen. Naja, was habe ich schon zu verlieren? Huh, das! Boah, ich... Spot, hast du das gesehen? Das... Wow! Ja, jetzt zieh mal hier an dem Seil, mein Freund. Bando! Hörst du etwa schon wieder die Glocke? Du elender Idiot! Komm sofort in mein Büro, bevor du noch Kaline aufwächst! Nochmal! Lieber nicht. Solange Bando noch bei Ruben ist, kann ich ihm nicht die Schuld dafür in die Schuhe schieben. Ach so. I see. Wir können den Schlüssel klauen gehen, weil Bando weg ist. Ah, ja. So ergibt alles langsam einen Sinn. Wo bin ich denn jetzt? Ach da. Ich sehe mich manchmal nicht. Das ist schwierig. Flups, meins. Können wir jetzt die Blume mitnehmen? Ach nee, können wir nicht. Kerzen. Können wir die Kerzen kaputt machen? Ich will die Kerzen kaputt machen. Nein, ich lasse die Kerzen. Sie erinnert mich an das Grab meiner Mutter. Okay. Der Schlüssel sieht nicht gerade unbedingt fröhlich aus. Uiuiuiuiuiui. So, bitte einmal Treppe runter und darüber. Ich freue mich. Ich hoffe, es ist der passende Schlüssel. Er passt. Ja, geil. Rein da. Ah, schön. Aber wenn wir jetzt an dem Horn Schriftrolle. Wir gucken uns erstmal die Schriftrolle an. Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja. Dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Schön. Ja, komm. Was haben wir hier noch? Schriftrolle. Taktstock, Hocker. Ein Dirigentenstab für das Nebelhorn? Bando scheint die Sache offenbar sehr genau zu nehmen. Auf jeden Fall. Ui, ein Stuhl. Bei uns im Wohnwagen haben wir keine Stühle. Können wir den mitnehmen? Ja, geil. Können wir auch den Stuhl mitnehmen? Wahrscheinlich nicht. Oh ja, sitzen. Reiß dich zusammen, Sedgwick. Erst musst du Kalida finden, dann kannst du dich immer noch ausruhen. Okay, na dann blasen wir mal ins Horn. Das Horn benutzt man, indem man drauf bläst. Soweit reicht mein musikalisches Verständnis noch. Ja, und warum machst du es denn nicht? Komm. Das Horn scheint verstopft zu sein. Was können wir dagegen tun? Vielleicht mit dem... Das Horn benutzt man, indem man drauf bläst. Ah, okay. Soweit reicht mein musikalisches Verständnis noch. Aber so richtig weitergebracht hat es uns das jetzt aber auch nicht, oder? Das Horn scheint verstopft zu sein. Ich bevorzuge eigentlich Streichinstrumente. Nicht, dass ich darauf spielen könnte. Um ehrlich zu sein, verspiele ich mich selbst, wenn ich beim Zirkus den Pausengong schlagen muss. Schön. Ha. Also ich habe mich gefreut, dass wir jetzt in die Hütte sind, aber das bringt uns ja nicht so richtig weiter. Ja, lass uns mal gucken. Vielleicht ist Bando jetzt zurück oder oben der Raum ist vielleicht ein bisschen frei geworden, weil Ruben Bando
Die Leviten liest? Wir schauen mal, wir müssen uns ein bisschen umgucken hier. Ist Bondo jetzt wieder hier? Ah, Bondo ist hier. Wir reden nochmal mit Bondo. Hallo nochmal. Ach, du schon wieder. Hast du die Glocke geläutet? Ich habe ganz schön Ärger bekommen. Wohin führt die Tür im Nebenraum? Die Tür führt auf die andere Seite der Insel. Aber wir gehen nicht mehr dorthin. Warum? Treibt ein großes Monster dort sein Unwesen? Gibt es einen Vulkan? Kannibalen? Ihr bekommt die Tür nicht mehr auf, stimmt's? Du hast es erfasst. Ach, wie schön. Es tut mir leid, sollte ich dir Probleme bereitet haben. Mach das nie wieder. Okay. Ich kann nichts versprechen, was ich ohnehin nicht halten kann. Sehr löblich. Nicht wahr? Schön. Wegen deiner früheren Jobs. Die gute alte Zeit. Ich will noch mal den Was willst du wissen? Wie war das noch gleich mit dem Schreihaus? Ach, das waren Zeiten. Immer, wenn Schiffe auf die Insel kamen, durfte ich das große Horn blasen. Tötere! Bando wacht über diesen See. Sein Ruf schallt bis Corona. Tötere, tötere! Bando, wie oft muss ich es noch sagen? Verhalte dich gefälligst ruhig. Ja, diese Zeiten sind vorbei. Okay. Vergiss es. Schon passt noch was. Bis später. Ja, bis bald. Aber denk dran, immer schön leise sein. Wie ich. Ich. Bando! Ah, der Typ ist so schön. Der Sprecher hatte sicher Spaß bei der Aufnahme. Kann ich mir gut vorstellen, Jean. Aber ich, wie gesagt, ich bin der Meinung, das ist derselbe Sprecher wie von Lotti. Ich glaube, das hat noch mehr Spaß gemacht. War aber sicherlich auch also anstrengend und anspruchsvoll, Lotti auf jeden Fall. Musste erst mal hinkriegen, so. Ich probiere es nochmal mit dem Horn. Das Horn scheint verstopft zu sein. Ja, aber wir kommen doch nicht von der anderen Seite an das Horn ran, oder? Nee, das sehen wir nicht. Wie kriegen wir das denn frei? Können wir nochmal die Glocke läuten? Ansonsten gehen wir gleich nochmal hoch zu Ruben. Bando! Läutest du etwa schon wieder die Glocke? Du elender Idiot! Komm sofort in mein Büro, bevor du noch Kalina aufwächst! Okay, dann gehen wir jetzt auch mal ins Büro, um zu gucken, ob was da abgeht mit den beiden. Geh mal ein bisschen schneller. Da geht es. Sieht so aus, als bekäme Bando gerade eine gehörige Standpauke. Ja, guck mal durchs Fenster. Da gehe ich jetzt lieber nicht rein. Es sieht so aus, als bekäme Bando gerade eine gehörige Standpauke. Okay. Vielleicht kriegen wir vielleicht hier irgendwie noch was. Ach, guck mal, da liegt ja auch noch was. Was ist das denn? Eine Socke. Was? Ob ihm die andere Socke wohl noch am Hintern pappt? Dann nehmen sie einfach mal mit. Ich weiß nicht, wofür wir sie brauchen können, aber... Noch irgendwas hier? Nee, bloß noch die Blume und die Kerzen. Oh, können wir die Tür vielleicht zumachen? Ist da vielleicht noch was dahinter? Ein Mäuseloch. Hm. Haben wir irgendwas, was wir in das Mäuse... Die Socke vielleicht? Das würde nichts bringen. Die Maus scheint im Moment nicht da zu sein. Nein. Okay, ja, okay. Hätte ja sein können, dass das irgendwie noch was bringt. Aber das müssen wir, hoffentlich vergesse ich das nicht, dass da ein Mäuseloch ist. Das brauchen wir bestimmt noch, sonst wäre es nicht da. Okay. Was können wir denn mit der Socke machen?
Können wir mit der Socke vielleicht die Kerzen ausmachen? Ist es jetzt werde ich abwegig. Ich sollte nicht anfangen, aus lauter Verzweiflung Sachen zu verbrennen. Auf diese Weise habe ich damals meine Ameisenfarm verloren. Och. Schade, der Versuch wäre es wert gewesen. Ich meine, ich wüsste nicht warum, aber können wir mit der Socke vielleicht irgendwas an dem Horn machen? Ich will es nicht noch weiter verstopfen. Ich habe eine Idee. Können wir die Socke mit dem Stock kombinieren und damit dann das Horn frei, freirödeln? Ich verstehe ja nun wirklich nicht viel von Musik, okay, aber dass man einen Dirigentenstab nicht auf diese Weise benutzt, so viel weiß ich noch. Ich habe noch viele andere Gegenstände, die ich wahllos miteinander kombinieren kann. Ja, siehst du, ich habe noch viele andere. Die Schaufel ist kaputt, so lässt sich damit wenig anrichten. Können wir vielleicht den Taktstock als Schaufel nehmen? Der Dirigentenstab eignet sich nicht als Schaufelstiel. Er ist zu schmächtig, zu schwach und er leidet unter schrecklichen Albträumen. Fängt Cedric wieder an, von sich selbst zu reden. Okay, wir müssen an ein Zahnrad kommen. Aber wie? Ist hier kein Zahnrad drin? Aber hier sind überall nur... Ich kann nur die Anzeigen und das Rad. Bam, 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 bam. Wie kriege ich denn das Ding wieder zum Laufen? So, Bando müsste ja jetzt wieder in seiner Bude sein. Da können wir nochmal zu Ruben gehen. Können wir durchs Fenster? Er schläft. Oh nein. Oh, oh. Was? Wo? Schießen. Na, sag mal, was ist denn hier los? Was schleißt du hier rum, Bursche? Und wieso hat die Tür nicht geläutet? Aber das hat sie doch. Du hast nur so tief geschlafen. Ach ja. Glaub mal nicht, dass das noch einmal vorkommen wird. Ich hab meine Augen überall. Hey, wo willst du hin, Freundchen? Oh, ich dachte, ich sehe mich mal oben um. Das vergisst du lieber gleich wieder. Niemand schnüffelt in meinen Privatgemächern herum. Verstanden? Wir müssen erstmal wieder raus. Okay, schläft er jetzt wieder? Okay. Können wir die Socke? Vielleicht kann ich dem Tier damit das Maul stopfen. Auch wenn ich arg bezweifle, dass ich da schnell genug einen Knoten reinbekomme. Ich muss lebensmüde sein. Hat er das jetzt gemacht? Nee. Vielleicht kann ich dem Tier damit das Maul stopfen. Auch wenn ich arg bezweifle, dass ich da schnell genug einen Knoten reinbekomme. Ich muss lebensmüde sein. Ja, aber warum macht das denn dann nicht? Verstehe ich nie. Warum probiert das denn nicht? Wisst ihr, also... Hä? Man sagt, Hunde, die bellen, beißen nicht. Aber diese hier bellt ja auch gar nicht. Wenn ich hier schon einbreche, dann will ich auch etwas Wertvolles stehlen. Nicht so ein Tant. Sammlerstücke. Können wir den Stuhl? Ich glaube, Ruben würde protestieren, wenn ich den hier rausschleppe. Und mein Rücken auch. Können wir vielleicht da oben? Wenn ich hier schon einbreche, dann nicht so einen. Okay, was können wir denn noch? Ja, den Bär, da können wir ja nichts mitnehmen, nehme ich mal an. Jetzt bellt der Hund bestimmt gleich wieder. Ich glaube, Ruben würde protestieren, wenn ich den hier rausschleppe. Und mein Rücken auch. Okay,
Können wir so ein Bild mitnehmen? Wenn ich hier schon einbreche, dann will ich auch etwas Wertvolles stehlen. Nicht so einen Tant. Globus. Ich glaube, Ruben würde protestieren. Mein Rücken. Okay, was haben wir denn hier noch? Wir könnten noch an den Schreibtisch, aber... Ich glaube, Ruben würde protestieren, wenn ich den hier auf meinen Rücken... Ja, okay, Aber... Können wir den Hund anpieksen? Auf keinen Fall. Ich kann mir schönere Todesarten vorstellen, als von einem Krokodilshund zerfleischt zu werden. Wenn ich mich recht erinnere, war es auf meiner Liste nicht einmal in den Top 100. Mhm. Das lege ich hier besser nicht hin. Ich will nicht, dass es in Rubens Sammlung übergeht. Okay. Aber vielleicht können wir ihm die Socke einfach auf den Tisch legen? Das lege ich hier besser nicht hin. Ich will nicht, dass es in Rubens Sammlung übergeht. Och Mann! Aber wieso geht denn, wieso kann ich denn, also er sagt doch, dass er es machen will und macht es dann nie. Vielleicht kann ich dem Tier damit das Maul stopfen, auch wenn ich arg bezweifle, dass ich da schnell genug einen Knoten reinbekomme. Ich muss lebensmüde sein. Aber er macht's nicht. Ich verstehe das nie. Hallo Zwergel. Ich verstehe es einfach nicht. Wie kriege ich den? Der Spot nervt mich gerade ein bisschen, macht ihn mal ein bisschen kleiner. Kann ich vielleicht Spot? Sieh mal, Spot, ein Spielkamerad für dich. Du bist so ein Feigling, musst du mich immer so blamieren? Können wir Spot vielleicht alleine dahin schicken? Nee. Mir scheint, wissen die, ob mir irgendwas fehlt oder so? Können wir den Stuhl einfach kaputt machen? Ich sollte lieber nicht zu viel Lärm verursachen. Ich will Ruben nicht wecken. Ja, wenn wir jetzt hier reingehen, dann wird der Hund wieder wetten. Ja, war klar. Oh, oh. Was? Ja. Wo? Na, sag mal, was ist denn hier los? Was schleißt du hier rum, Bursche? Und wieso hat die Tür nicht geläutet? Aber das hat sie doch. Du hast nur so tief geschlafen. Ach ja. Oh Mann. Glaub mal nicht, dass das noch einmal vorkommen wird. Ich hab meine Augen überall. Hey, wo willst du hin, Freundchen? Oh, ich dachte, ich sehe mich mal oben um. Das vergisst du lieber gleich wieder. Niemand schnüffelt in meinem Privatgemächern herum. Verstanden? Schräg. Also ich werde es auch nie machen können, wenn er wach ist wahrscheinlich. Das wäre ja totaler Unsinn. An deiner Stelle würde ich Kerrick nicht reizen. Kinderhände sind seine Leibspeise. Yummy. Okay. Hat jemand eine Idee? Weil wir haben ja nur wirklich schon alles abgesucht hier. Wir können noch mal... Hat er ein neues Gespräch? Hallo nochmal. Ach, du schon wieder. Hast du die Glocke geläutet? Ich habe ganz schön Ärger bekommen. Wegen deiner früheren Jobs. Wir fragen ihn doch mal über die gute alte Zeit. Was willst du wissen? Wir fragen ihn noch mal über die Fabrik aus. Wie war das nochmal mit der Fabrik? Ach, das waren Zeiten. Ich hatte die schnellste Schaufel diesseits des Herbstwaldes. Es war das Allerschönste, in der Hitze des Hochofens Kohle zu schaufeln. Über mir der ohrenbetäubende Lärm der Perlenpresse. Bam! Boom! Sieh her, Mutter Natur! Hier wird mit Muskel und Maschinenkraft dein Meisterwerk übertroffen! Okay, dann halte ich erstmal zurück. Nichts hält ewig. Vielleicht komme ich später drauf zurück. Okay, ich frage ihn auch, wenn wir gerade dabei sind, fragen wir auch nochmal nach der Glocke. Wie war das nochmal mit der Glocke? Ach, das waren Zeiten. Jeden Mittag, wenn es Essen gab, lief ich zum Dorfeingang und läutete die Glocke. Der Schall
war über den ganzen See zu hören. Dong! Dong! Hört her, Bewohner des Sees! Bando sagt euch, es ist Mittagszeit! Legt euer Tagewerk beiseite! Nun wird gegessen! Dong! 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 Dieser Enthusiasmus, das ist so schön. Das war einmal. Probier vielleicht nochmal mit dem Mäuseloch zu interagieren. Können wir machen? Hat man vorhin schon probiert. Schon passiert. Noch was? Ich habe auch gerade noch eine andere Idee. Bis später. Ja. Wir machen es aber bis bald. Aber denk dran, immer schön leise sein. Wie ich. Ich. Bando! Der Typ ist so der Hammer. Okay, mach mal die Tür nochmal zu. Vielleicht hat Bando, vielleicht wenn wir ihn nochmal hochschicken, ist da vielleicht noch eine zweite Socke. Das würde nichts bringen. Die Maus scheint im Moment nicht da zu sein. Okay, ist keine Maus da. Wir haben auch sonst nichts zum Locken. Nein, was ich aber gerne nochmal probieren möchte. Der hat ja gerade davon geredet, dass unter der Fabrik noch was ist. Haben wir irgendwie, habe ich einen Weg übersehen? Die Fabrik ist ja hier drüben, ne? Nee, die Fabrik ist hier drüben. Ich will mal gucken, ob unter der Fabrik noch irgendwie... Nee, da kommen wir aber auch nirgendwo rüber. Nee, da ist nix, okay. Nee, hier ist bloß die Glocke. Wir läuten die nochmal. Bando! Läutest du etwa schon wieder die Glocke? Du elender Idiot! Komm sofort in mein Büro, bevor du noch Kalina aufwächst! Ich will jetzt mal nochmal bei Bando reingucken, weil wo wir für uns die erste Socke genommen hat, hat Cedric ja gemeint, dass die zweite vielleicht noch an Bandos Popo klebt. Oh, nee, hier wollte ich nicht rein. Und vielleicht liegt die ja jetzt auch noch auf dem Stuhl. Und wenn wir zwei Socken haben, können wir dem Hund vielleicht eher das Maul zuknoten. Das wäre doch nochmal eine Variante, oder? Oh nein, Mist, jetzt haben wir, weil ich in den Raum rein bin. Ach, Mann. Ach, Mann. Weil ich ins falsche Haus rein bin, war er schon wieder zurück. Müssen wir nochmal hier runter. Oh, das ist ein bisschen schwierig. Bando! Läutest du etwa schon wieder die Glocke? Dagegen klopfen? Du elender Idiot! Komm sofort in mein Büro, bevor du noch Kalina aufwächst! Erstmal in die Hütte. Wir können ja mit dem Mäuseloch... Mit was soll ich denn da aber dagegen klopfen? Mit der Axt? Mit der Schaufel? Ja, vielleicht mit dem Taktstock. Hallo? Wieso geht denn da jetzt nicht weiter? Hallo? Weitergehen. Habe ich jetzt das Spiel kaputt gemacht? Nee. Ich glaube, ich bin hier irgendwie falsch. Da sollst du hingehen. Oh Gott, ich habe ein dezenter Grafikfehler, würde ich sagen. Nee, schade, hier liegt jetzt keine zweite Socke. Es war ein Versuch wert, würde ich sagen. Okay, dann probieren wir das mal. Probieren wir mal zuerst den Taktstock. Lieber nicht. Lieber nicht, okay. Schaufel? Das würde nichts bringen. Die Maus scheint im Moment nicht da zu sein. Okay. Wir könnten ja auch mal den Feuerstein. Warum sollte ich das da reinstecken, damit es anschließend nach Maus riecht? Ja. Okay, das klappt also nie. War ein guter Gedanke, Messenger, aber nein. Aber irgendwas machen wir mit dem Mausloch noch. Wir können auch die Socke noch das mal... Das würde nichts bringen. Nee. Okay, ja, schade. Ohne einen Gegenstand? Wir können auch noch mal gucken. Das Loch ist dunkel und leer, wie meine Zukunft. Ach, aber warte mal.
Wir können doch Spot. Ne, Moment. Jetzt komme ich hier völlig durcheinander. Erstmal so. Ah ja, Messenger. Okay. So, jetzt ist da eine Maus. Yum, yum. Was haben wir denn da? Lecker Käse. Ich weiß noch nie, was ich mit der Maus soll, aber... Hä? Was macht die Maus da jetzt? Maus. Können wir die nehmen? Ha, hab ich dich. Aber jetzt haben wir keine Socke mehr. Blöd. Ich möchte aber trotzdem probieren, ob wir Spot vielleicht in das Loch reinstecken können. Sieh mal, Spot. Hier ist eine Wohnung frei geworden. Dachtest du etwa, du könntest auf ewig bei mir wohnen? Schön. Okay, weil manchmal tut er ja dann irgendwie woanders was aufmachen oder so. Okay. Ja, was wir mit der Maus machen, vielleicht rennt der Hund der Maus hinterher. Wir werden es rausfinden in der nächsten Folge, meine Lieben. Wir sehen uns morgen wieder. Und wenn ihr Lust habt, lasst mir doch hier auf Vidme bzw. auf YouTube einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und morgen gibt es die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.